Das heutige Thema Aktien und ETFs handeln, ich denke für viele interessant, weil sie ja bei uns weltweit an den Aktien und an den Aktienmärkten handeln können und natürlich auch ETFs. Das heißt nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern wir bieten ja auch den kompletten amerikanischen Markt an Aktien und auch an ETFs. Und das denke ich mal ist für viele sehr interessant. Auch für Optionshändler, die Optionen auf Aktien oder Optionen auf ETFs kaufen oder verkaufen, denke ich, ist das ein spannendes Thema. Die letzten Webinare, die wir durchgeführt haben, hier zu dieser Webinare rund um die Trader Workstation, da finden Sie die Aufzeichnung auch bei uns auf der Homepage. Ja, wenn Sie hier diese Seite aufrufen, TWS Webinarreihe, da finden Sie die Inhalte nochmal. Teil 1 waren ja die Grundlagen zur TWS. Ja, einfach hier auf den Button klicken, dann können Sie sich die Aufzeichnung anschauen. Zweite Teil, da ging es um die Mosaikansicht, ja, wie man sich dort Layouts anlegen kann, wie man daraus handeln kann. Der dritte Teil, Chartanalyse und Indikatoren. Und der vierte Teil, den ich vor 14 Tagen durchgeführt habe, Entschuldigung, das war letzte Woche sogar am 2.11. Da ging es ja um Fundamentalanalyse und die Research-Tools, die Sie hier bei uns nutzen können. Ja, heutiges Webinar habe ich ja schon angesprochen, Aktien und ETFs. Und danach geht es dann in die Endphase. Also die letzten Teile sind hauptsächlich bezogen auf den Optionshandel. Das heißt, sie beginnt mit dem Teil 6, Grundlagenoptionshandel mit der Trader Workstation. Dann gehen wir im siebten Teil auf Strategien ein. Im achten Teil werden die Strategien weiter ausgeweitet. Und dann haben wir einen neunten und zehnten Teil, der ist dann schon im neuen Jahr. Also im Januar 2018, wo es dann mal um Risk Navigator geht und ein Portfolio Analyst, ja, was man damit alles machen kann. Okay, ich werde die TWS jetzt mal eben rüberholen, damit wir direkt loslegen können. Einen Moment. So, das ist wie gesagt ein Paper Trading Konto. Das sehen Sie auch oben an dem roten Balken. Ja, das heißt, der Handel hier kann simuliert werden, ja, und ist mit fiktivem Geld, also kein echtes Geld, was hier benutzt wird. Ja, hier sehen Sie schon direkt eine Kursliste Dow Jones, die 30 Werte aus dem Dow Jones. Wie legt man sich überhaupt so eine Kursliste an? Ja, das werden wir immer wieder gefragt, weil die sind nicht standardmäßig eingestellt und das möchte ich Ihnen im ersten Schritt ganz kurz zeigen. Hier oben sind die einzelnen Reiter. Ja, wo jetzt mein Mauszeiger ist. Ich werde das nochmal ganz kurz etwas deutlicher machen. Ja, hier oben die einzelnen Reiter, die können Sie selber anlegen und natürlich auch selber benennen. Ja, und dann sich dort die Kurslisten oder die Watchlisten hinzufügen, die Sie benutzen möchten. Ja, und zwar indem Sie auf das Pluszeichen klicken und dort also ich zum Beispiel S&P 500 eingeben, dann auf OK, dann speichern Sie eine neue Watchlist, eine neue Kursliste ab. Und dort können Sie jetzt manuell Werte eingeben, beispielsweise Apple hinzufügen, einfach das Kürzel eingeben, Enter und dann haben Sie hier die Auswahl. Und wenn Sie jetzt sich für Aktien interessieren, dann nehmen Sie einfach hier den ersten Eintrag Aktie Smart oder halt Directed, wenn Sie einen bestimmten Börsenplatz auswählen möchten. Was hat das mit einem bestimmten Börsenplatz auf sich? Auf sich zeige ich Ihnen. In Amerika, in den USA haben Sie die Möglichkeit, an den folgenden amerikanischen Börsen hier zu handeln, die hier aufgeführt sind und können jetzt zum Beispiel sagen, Sie möchten jetzt Ihre Order direkt an Island übermitteln oder an die ARCA, ne? Das ist ja die größte amerikanische elektronische Börse, also vergleichbar wie Xetra hier bei uns. Na, aber natürlich auch BATS oder Chi-X oder ähnliches. Die sollten Ihnen ja auch bekannt sein. Ja, und dann können Sie diesen Börsenplatz auswählen, ARCA beispielsweise, klicken auf Hinzufügen und dann ist der Wert Apple, ja, at ARCA, das sehen Sie hier in den Eintrag, hinzugefügt. Jetzt kommen schon die ersten Fragen rein. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Ja. Ja, also den ersten Wert haben Sie hinzugefügt und die einzelnen Spalten, die Sie hier sehen, Firmenname, Börse, Position und so weiter, die können Sie auch selber konfigurieren. Ja, einfach mit dem Mauszeiger hier oben auf die jeweilige Spalte. Ja,
dann warten Sie einen Moment ab und dann können Sie rechte Maustaste öffnen, klicken und dann sagen, Sie möchten jetzt eine Spalte vor der Spalte Briefkursvolumen einfügen. Und jetzt geht's los, Sie haben die Auswahl zwischen hunderten von verschiedenen Spalten. Ja? Also erstmal nach Kategorien sortiert. Ja, jetzt Beschreibung des Finanzinstruments, da können Sie also noch sagen, aus welcher Branche kommt der Wert oder das Land des Emittenten bei Zertifikaten beispielsweise oder ähnliches. Ja. Sie können Nachrichten hinzufügen, Sie können, was sich auf die Position, wenn Sie investiert sind, bezieht, den Gewinn und Verlust hinzufügen, fügen und so weiter. Sie haben die Möglichkeit, Höchstwerte, Tiefstwerte hinzuzufügen. Und da sehen Sie, sobald Sie hier auf die Überschrift gehen, da fächert sich hier ein riesiges Menü auf, was auch noch nach unten verlängert wird, wenn Sie auf den kleinen Pfeil klicken. Ja, also da können Sie sich Spalten hinzufügen, da brauchen Sie 10 Monitore nebeneinander, wenn Sie das alles sich anzeigen lassen möchten. Aber gut, jeder Händler hat andere Interessen, andere Schwerpunkte und dadurch natürlich auch andere Spalten, die interessant sind. Die Optionshändler suchen sich dann Spalten aus, bezogen auf das Call-Put-Volumen, ja, oder Open Interest oder ähnliches. Die ETF-Händler haben hier die Möglichkeiten, hier natürlich auch ETFs nach bestimmten Asset-Klassen zu sortieren oder ähnliches. Ja, so ist für jeden was dabei. Für die Dividenden-Trader oder Investoren natürlich auch ganz wichtig, wann zahlt jetzt mein Unternehmen, in dem ich investiert bin, Dividende. Welche Dividende, wie ist der Dividendenbetrag, beziehungsweise der Dividendenertrag in Prozent. Das können Sie alles hier in Spalten hinzufügen. Einfach dann auf Ja klicken. Und dann sehen Sie, Apple zahlt auch eine Dividende in Höhe von 1,5%. Und zwar nächste Woche. Ja, 16. November. Das Ex-Datum ist morgen. Das sehen Sie alles hier in dieser Ansicht. Okay. Wie gesagt, Spalten können Sie hier hinzufügen, ja, können sich mehrere Watchlisten hinzufügen und natürlich, was interessant ist, überhaupt so eine Kursliste sich mal anzulegen, ne, eine Aktienkursliste. Da gibt es einen Trick, den zeige ich Ihnen eben kurz und zwar, Sie gehen bitte hier oben auf Trading Tools und wählen den sogenannten Index Trader aus. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Und hier können Sie im ersten Feld Index den entsprechenden Index hinzufügen, den Sie zum Beispiel sich angezeigt haben möchten. Ja, also ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel den Dow Jones Index. Ja, der ist hier abgekürzt mit DJX, ja, Dow Jones Index. Und dann werden im nächsten Schritt, wenn Sie auf den Button Orders erstellen, werden alle Werte hinzugefügt mit einer entsprechenden Order, die wir nachher aber rausnehmen werden. Ja, Sie sehen jetzt hier in der Mitte sind alle 30 Werte drin. Sie können jetzt mit einer Tastenkombination, wenn Sie hier einmal reinklicken, mit Steuerung und A wie Anton oder A wie Apple, können Sie alle Werte selektieren. Sind alle Werte ausgewählt und danach drücken Sie Steuerung und C auf der Tastatur für Copy und dann wird diese Kursliste kopiert. Und jetzt ist wichtig, dass Sie jetzt dieses Fenster schließen und das nächste Fenster, was kommt, was Sie ja warnt, dass dort Orders enthalten sind, dass Sie dann Ja sagen, dass Sie das schließen möchten, weil damit werden die Orders auch verworfen. So, und jetzt lösche ich mal hier die Zeile. Und wenn Sie jetzt Steuerung und V klicken, werden alle 30 Werte sofort eingefügt. Ja? Also brauchen Sie nicht alle 30 Werte einzeln hier anlegen, sondern können das mit dem Kopieren, also mit Copy-Paste einfach in der Kursliste in Ihre Watchlist einfügen. Ja, und natürlich aus dieser Watchlist heraus direkt handeln. Diese Möglichkeit ist natürlich gegeben, indem Sie einfach nur auf den Bid- oder Ask-Kurs klicken, je nachdem, ob Sie die Aktie kaufen oder verkaufen möchten. Haben Sie schon mal Aktien verkauft, die Sie nicht hatten, also leer verkauft? Vielleicht können Sie mir kurzes Feedback geben mit Ja oder Nein. Dann weiß ich, wie bei Ihnen so der
die Erfahrung ist, was das Thema angeht. Ja, weil Sie haben ja die Möglichkeit, bei uns nicht nur Aktien zu kaufen, sondern halt auch Aktien zu verkaufen, die Sie gar nicht besitzen, die sich im Prinzip leihen und dann vom Kursrückgang zu profitieren, was ja heute jetzt nicht so verkehrt gewesen wäre, wenn man sich sieht, was an der Börse passiert ist. Okay, einige haben das schon gemacht, aber noch nicht alle. Ja, also bei uns ist das möglich. Und ob eine Aktie zum Leerverkauf zugelassen ist, das können Sie hier auch abfragen. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich muss mal hier noch ein paar Sachen löschen. Warte mal, guck, ach ja, leer verkaufbar. Gibt an, wie schwierig es ist, einen Leerverkauf des betreffenden Wertpapiers durchzuführen. Ja, das wähle ich jetzt mal aus. Ja, und Sie sehen, es ist alles grün, also alle Werte aus dem Dow Jones sind leer verkaufbar. Alternative sind, so auch eine gute Anmerkung gerade, sind CFDs. Ja, also mit CFDs können Sie natürlich auch jederzeit Aktien shorten und da bewegen Sie eins zu eins den, sind Sie investiert, als wären Sie genauso direkt in die Aktie investiert. Ja, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, wie viele Werte leer verkaufbar sind. Ja, Sie haben das, glaube ich, gerade gesehen. Sind gerade die Marktdaten weg. Also hier steht, es sind mindestens 174 Millionen Aktien zum Leerverkauf verfügbar. Da steht auch direkt der Leihgebührensatz und der Rabattsatz. Ja. Hier sehen Sie bei American Express, ja, sind etwas weniger und so weiter. Das heißt, Sie können sich das hier auch anzeigen lassen, wie viele Aktien überhaupt momentan zum Leerverkauf verfügbar sind. Eine Beschreibung, was das ist, da öffnet sich dann hier die Webhilfe. Ja, dann können Sie sich das Ganze durchlesen, allerdings auf Englisch. Ja, mal gucken. Die Kurse sind gerade alle weg. Scheint irgendwie gerade mit der Internetverbindung hier irgendwie zusammenzuhängen. Wobei hier eigentlich alles okay ist. Gut. Es kam eine Frage, ob für den Aktienverkauf muss aber eine bestimmte Kontogröße vorhanden sein. Ja, Sie müssen ein Margin-Konto bei uns haben. Ja, ein Margin-Konto befähigt Sie dazu, überhaupt Aktien leer zu verkaufen. Ja, mit einem Cash-Konto können Sie das gar nicht. Und die Kontogröße ist wichtig, weil wenn Ihr Kontostand unter 2000 US-Dollar fällt, also kleiner 2000 US-Dollar wird der Kontostand, dann wird auch aus einem Margin-Konto automatisch ein Cash-Konto. Okay. Das dazu, also wie gesagt, Margin-Konto ist eigentlich die Voraussetzung natürlich, um auch Aktien leer zu verkaufen. Ja, wie kann man Aktien handeln? Ich wundere mich jetzt gerade, dass hier wirklich keine Marktdaten gerade kommen. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Ist der Vorführeffekt nicht so optimal. Kleinen Moment. Ich starte mal eben noch ein anderes Paper Trading Konto. Kleinen Moment bitte.
Okay, also wie gesagt, ich hoffe, dass ich auf dem zweiten Konto, auch wenn dort die Kurse etwas verzögert sein werden, dann Ihnen das natürlich besser zeigen kann als bei dem hier. Da logge ich mich hier einfach gleich nochmal neu ein. So. Da muss ich kurz den Bildschirm wechseln. Einen Moment. So, jetzt sollten Sie eigentlich wieder einen Bildschirm sehen. Also einen anderen Desktop, anderes Paper Trading Konto. Ja, und da haben wir jetzt zwar verzögerte Kurse, aber dann sieht man wenigstens ansatzweise den aktuellen Kurs. In der Zwischenzeit versuche ich dann gleich nochmal das andere Konto neu zu starten. Ja, wie können Sie jetzt, wenn Sie hier eine Kursliste haben, daraus handeln? Ich ziehe jetzt mal einen Wert hier mit gedrückter linker Maustaste hier einfach runter. Das ist beispielsweise die Facebook-Aktie. Ja, wenn Sie die kaufen möchten, klicken Sie einfach mit dem Mauszeiger hier. Sie sehen, das ist ja schon grün hier hinterlegt, die Spalte. Die habe ich so eingefärbt. Auf den Buy, also auf den Briefkurs. Ja, dann steht schon unten am Mauszeiger Buy für kaufen. Wenn Sie da draufklicken, dann kommt direkt hier ein Fenster mit der entsprechenden Order, standardmäßig 100 Stück. Ja, das ist so eingestellt, kann man natürlich ändern. Und indem Sie hier einfach reinklicken und das Feld verändern und sagen, Sie möchten beispielsweise nur 20 Aktien kaufen. Und dann können Sie hier Schritt für Schritt einstellen, also wie Sie die Order aufgeben möchten. Sie können also die Order konfigurieren. Ja, Sie können hier im ersten Feld von Kaufen auf Verkaufen beispielsweise gehen. Ja, können das noch verändern. Hier die Stückzahl verändern. Sie haben die Möglichkeit, dass die Order nicht nur tagesgültig ist. Ja, also hier Day, sondern Sie nehmen GTC, Good Till Cancel. Dann ist die Order so lange gültig, bis Sie die selber löschen. Und natürlich müssen Sie nicht nur zum aktuellen Market-Kurs kaufen oder können Sie nicht nur zum aktuellen Market-Kurs kaufen, sondern auch beispielsweise zu einem Limit-Kurs oder per Stop in den Markt reingehen. Dann wählen Sie hier Limit aus und würden dann in einem Feld daneben das, den Limitkurs eingeben. Sie möchten jetzt günstiger als hier 177,98 kaufen, sondern Sie möchten beispielsweise hier für 177,40 kaufen. Ja, dann geben Sie dieses Limit ein. Ja, oder können auch natürlich manuell das Limit hier überschreiben, sagen, ich möchte für 175 kaufen und können dann die Order übermitteln. Sie können aber auch mit der rechten Maustaste hier die Margin-Auswirkung überprüfen. Ja, das heißt, Sie sehen dann hier nochmal eine Order-Vorschau, wo alles zusammengefasst ist. Hier 20 Stück Limit zum Kurs von 175, den Gegenwert 3.500 US-Dollar und welche Margin dann dafür anfällt, wenn Sie diesen Kauf durchführen. Und dann geben Sie hin, ja, hier ist nochmal die Warnung, dass Sie die Order versuchen abzuschicken, obwohl Sie keine Marktdaten haben. Ja, das können Sie überschreiben, diese Warnung sozusagen, diese Mitteilung, indem Sie hier unten links draufklicken und sagen, überschreiben und übermitteln. Das mache ich jetzt mal. Und dann sehen Sie hier, der Order-Status ist grün. Active on Island, ja, also an die Börse Island wurde das jetzt geroutet und wartet jetzt auf Ausführung. Das Ganze können Sie sich natürlich auch im Chart anzeigen lassen. Werde ich jetzt noch eben den entsprechenden Chart hier mal rüberholen. Ja, da sehen Sie das auch. Hier unten ist so ein kleiner Pfeil, da kann man das ein bisschen zur Seite schieben. Hier ist der aktuelle Kurs ungefähr bei 178 und hier liegt die Order bei 175. Da sehen Sie diese grüne Linie. Das heißt, wenn der Kurs runterkommt und die 175 Dollar erreicht, dann wird das Limit erreicht. Die Order steht auch gleichzeitig hier unten drunter nochmal, ja, in der Zeile hier unten. Das heißt, dort, ja, sehen Sie das nochmal.
Was Sie natürlich machen können, Sie können jetzt auch im Chart den Entry hier, also diese Linie verändern, ja, indem Sie mit dem Mauszeiger hier drauf gehen. Ich gehe mal ein bisschen näher hier ran, dass hier diese kleinen Pfeile kommen. Ja, und dann können Sie das hier näher ranziehen. Ja, und wenn Sie jetzt unten gucken, was ich da mit einem gelben Kringel eingerahmt habe, ja, den Limitkurs, der verändert sich jetzt. Ja, ich gehe jetzt hier höher auf Richtung 177 und so weiter. Ja, dann sehen Sie, wie sich das verändert. Und sobald ich die Linie loslasse, zack, ja, ist das hier schon angenommen und auch übermittelt. Das heißt, die Limit Order wurde jetzt einfach nur durch Bewegen dieser Linie angepasst und rangezogen. Diese Limit Order, die wird auch direkt an die Börse übermittelt. Eine Stop Order wird nicht an die Börse übermittelt. Da war gerade eine Frage dazu. Und zwar wird diese Stop Order nur vom Broker gehalten und dann verwaltet sozusagen. Dann kam eine Frage, ich suche beispielsweise den ComStage S&P Small Cap 600 UCITS ETF. Wie gebe ich diesen ein, damit dieser in der TWS gefunden wird? Sie können nach den Namen suchen oder natürlich nach der ISIN. Ja? Also wenn Sie die ISIN haben von diesem Small Cap 600, dann ist das sehr einfach. Ich schaue mal eben, ob ich den finde. Ich habe das jetzt einfach mal gegoogelt. Dazu muss ich auch noch mal kurz den Bildschirm wechseln. Ja, also wenn Sie diesen Small Cap 600 UCITS ETF jetzt hier von iShares, wenn Sie den suchen, dann, ach, Sie haben den von ComStage ausgegeben. Okay, ich bin jetzt bei dem von iShares gelandet, okay. Aber dann würden Sie irgendwo die ISIN hier finden. Ja, die können Sie einfach kopieren. Und jetzt muss ich noch mal zum TWS, oh, sorry, das ist der falsche. So, jetzt wechsle ich zur Trader Workstation und kopiere jetzt diese ISIN hier rein in dieses erste Feld Finanzinstrument und sage Enter. Und dann öffnet sich hier dieses Fenster mit dem Ergebnis iShares Small Cap ETF. Ja, und dort sieht man schon, an welchen Börsen der handelbar ist, in US-Dollar, in Euro und in britischen Pfund. Ja, also ist weltweit im Prinzip handelbar. Wenn Sie sagen, ja, mich interessiert der hier in Euro, ja, dann wählen Sie den hier aus. Wobei die Hauptbörse ist wahrscheinlich jetzt hier in US-Dollar oder über CHAIX. Ja. Und sagen hinzufügen und dann ist dieser Wert hier in Ihrer Watchliste. Dann kommt eine Frage, kann man Stop-Loss-Orders mit Limit-Orders kombinieren? Ja, das kann ich Ihnen gerne zeigen. Wir haben ja jetzt hier einmal die Order erstellt, die Entry-Order, in der man in den Markt einsteigt. Ja, also wir wollen mit Limit 177,06 jetzt hier diese Facebook-Aktie kaufen. Ich kann aber zum Beispiel sagen, ich möchte da auch direkt einen Stop noch dranhängen. Ja, dann heißt, Sie können an dieser Entry-Order, also an diese Order, die jetzt die Position eröffnet, noch ein Stop-Loss dranhängen. Ja, der rechte Maustaste klicken Sie dann auf diese Zeile und sagen Anhängen, Stop-Order. Oder eine Stop-Limit-Order oder eine Trailing-Stop-Order als Beispiel. Ja, Sie können auch noch ein Target, Sie könnten auch ein Target dranhängen, also ein Kursziel, was dann wieder eine Limit-Order wäre. Ja, dort, wo Sie dann im Gewinn die Position verkaufen würden. Oder wenn Sie beides dranhängen würden, dann würden Sie eine Bracket Order dranhängen. Das heißt, Kauf zu 177,06,
Kursziel 180,61, ja, was Sie natürlich hier auch überschreiben können. Und ein Stop-Loss, den wir jetzt hier gerade nicht sehen. Ach so, hier, Moment. Das müsste dann hier das Feld sein, Stoppkurs. Ja, und da kann man jetzt auswählen, weiß ich nicht. 170 als Beispiel. So. Und dann gehen wir noch auf Übermitteln. So, und schauen uns das auch mal im Chart an, wie das aussieht. Ja, da sehen Sie das hier. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hier 5 Minuten Kerzen. Also hier möchten wir einsteigen. Ich mache das ein bisschen größer, dann sehen Sie es besser. Wir möchten hier einsteigen zu 177,06. Wenn diese Order ausgeführt wird, dann werden die anderen beiden auch aktiv. Ja, die sind ja angehangen an diese Order, also in Abhängigkeit von dieser Ursprungsorder. Ja, und das ist dann hier oben das Kursziel und das ist der Stop-Loss. Kann man natürlich jetzt hier noch verändern, den Stop näher ranziehen. Ups. Ja, hier in dem Bereich beispielsweise. Ja, und das Target auch hier zum Beispiel anpassen. Ob ich auch auf der World of Trading bin? Ja, wir sind mit CapTrader auf der World of Trading, haben dort einen Stand hier mit FXZ Wertpapier Handelsbank. CapTrader ist ja eine Marke der FXZ Wertpapier Handelsbank und da finden Sie uns auch vor Ort auf der World of Trading. Ja, da können Sie uns gerne am Stand besuchen. Wir haben auch verschiedene Vorträge rund um die Uhr mit verschiedenen Referenten. Kann ich die Entry Orders auch direkt im Chart eingeben? Ja, das geht natürlich auch. Ja, wenn Sie sich jetzt für Boeing interessieren, beispielsweise, ich öffne mal den Chart. Heute ging es bergab, aber langfristig geht es ja da nur aufwärts. Ja, können Sie auch hier einfach mit der rechten Maustaste im Chart klicken. Dann haben Sie hier einen Buy- oder Sell-Button. Sie haben aber auch hier oben einen Buy- oder Sell-Button. Und dann, sobald Sie den geklickt haben, dann bewegt sich hier am Mauszeiger eine Linie. Ja, und da können Sie sagen, ich möchte zum Beispiel hier unten kaufen. Dann wird die Linie hier platziert. Und dann haben Sie standardmäßig ja jetzt hier 100 Stück, was Sie natürlich noch konfigurieren können. Sie sagen, ich möchte nur 10 Boeing kaufen zu dem Kurs jetzt hier und weiter. Gibt auch die Möglichkeit, One-Click-Order einzustellen, dass sie sofort ausgeführt werden, beispielsweise per Market sofort. Sie können hier das sind alles jetzt noch Details, aber da würde die Stunde heute nicht ausreichen, wenn ich Ihnen da alles zeigen würde, was da möglich ist. Was ist noch wichtig für den Aktienhandel? Natürlich klar, aus dem Chart heraus handeln, hier aus der Kursliste heraus handeln. Das ist alles interessant und auch wichtig. Auch die ganzen Order-Typen. Sie sehen, neben Limit gibt es natürlich noch ein paar mehr. Ich lösche das hier alles nochmal, die ganzen Orders. Ja, also Sie können auch, wenn Sie sich das mal anschauen, was Sie hier alles für Möglichkeiten haben. Market if touched, limit if touched, ja. Es gibt hier Algos, ja, also die Sie hier identifizieren können, nachdem gekauft werden soll. Und ach, hier die Liste, die reicht gar nicht aus. Warten Sie, ich mache das mal ein bisschen weiter nach oben, damit Sie das sehen können. Ja, also was ist hier alles möglich, was alles möglich ist, ja. Market on close, limit on close, ja, als beispielsweise. Solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Okay, was ist noch interessant? Wenn Sie sich beispielsweise für ein bestimmtes Unternehmen interessieren, Apple zum Beispiel, ja, Sie können hier einfach doppelklicken, ja, auf das Symbol und dann öffnet sich eine Beschreibung des Unternehmens. Ja, ich hatte das im letzten Webinar letzte Woche ausführlich, bin ich darauf eingegangen, auf diese ganzen Fundamentaldaten, die Sie hier rechts sehen. Das heißt, Sie finden hier
Informationen zum Kurswert und Volumen, zur Marktkapitalisierung. Ja, Sie finden Kennzahlen je Aktie, Earnings per Share, den Umsatz pro Aktie, Cash je Aktie und so weiter. Dividendenertrag hatte ich ja eben schon kurz genannt. Ja, Bewertungszahlen wie KGV und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viele Fundamentaldaten zu dem jeweiligen Unternehmen. Sie finden auch die Handelszeiten. Die stehen hier links. Ja, hier sind die Handelszeiten. Ja, und können auch hier auf diesen Kalender klicken und dann sehen Sie auch noch mal die ganz normalen Öffnungszeiten der Börse. Ja, gibt ja auch mal immer mal wieder Feiertage und wenn das der Fall ist, dann steht hier auch, dass die Börse geschlossen ist, wie beispielsweise jetzt hier am Wochenende. Ja. Ich gehe gleich noch auf die Frage ein, die gerade noch reingekommen ist, was die Standardordergröße angeht. Falls ich das vergesse, mich bitte noch mal kurz daran erinnern. Möchte gerne noch hier ein, zwei Sachen noch kurz zu sagen. Sie haben die Möglichkeit, sich hier die Finanzdatenübersicht anzeigen zu lassen. Das heißt, Sie finden hier die Entwicklung der Earnings per Share, ja, der Dividenden beispielsweise oder Revenue-Entwicklung. Das können sich alles anzeigen lassen, aufgegliedert in die letzten Quartale, also hier quartalsweise, aber auch jährlich. Ja, hier lässt sich das auch noch umstellen, die letzten 12 Monate beispielsweise oder die Quartale. Sie haben die Möglichkeit, eine komplette Übersicht sich nochmal über das Unternehmen anzeigen zu lassen, eine Business Summary, Financial Summary, also Zusammenfassung. Sie sehen, wie viele Mitarbeiter Apple hat, ja, 123.000, wie viele Aktionäre, wie viele Stammaktien ausstehend sind oder floating, ja, und was hier die CEOs, ja, die Direktoren des Unternehmens, ja, Tim Cook, 56 Jahre, Direktor seit 2011 und so weiter. Ja, und wenn Sie dort mal anrufen möchten, dann oder an Apple einen Brief schreiben möchten, dann sind hier die Kontaktdaten. Ja, das sind alles also Informationen, die Sie hier aus der TWS hier abrufen können. Was gibt es noch? Inhaberschaft. Ja, Sie sehen die ganzen großen ETFs, Emittenten, also die ganzen Vanguard, State Street, BlackRock und so weiter, die sind hier. Berkshire Hathaway, ja, sieht man, wie viele Millionen Aktien die haben. Dividendenkalender, ja, ist hier auch über abrufbar. Analystenratings können sich anzeigen lassen. Ja, wer hat die Aktie jetzt hier hochgestuft oder abgestuft? Ja, sehen Sie hier bei, ne, 15, 18 Analysten haben gesagt, sind überzugewichten, ja, dann halten, underperform und sell, alles hier aufgeführt, Kursziele, die für Apple hier veröffentlicht wurden, ja, und wann die neuesten Ratings kamen oder die neuesten Analysen, das steht dann hier, ja, beispielsweise am 6. November sind hier einige Sachen hier reingekommen. 6. November, 3. November und so weiter. Ja, da hat dann halt Rosenblatt oder UBS, ja, hat die Aktie auf Buy gestuft und das Kursziel auf 190. Also Sie können sich also hier auch über die Ratings oder über die Analysen halt hier informieren. Im Detail natürlich auch. Ja, da kommt noch die entsprechende News dazu. Also beispielsweise, was hat die UBS jetzt hier gesagt? Die entsprechende Meldung wird dann hier nochmal ausführlicher genannt. Ja, hier in dem Fall ist es nur ein Satz. Ja, die Meldung kommt von Street Insider. Manchmal ist es aber auch was ausführlicher, was hier an News kommt. Ja, Verhältniskennzahlen, wie gesagt, die sehen Sie auch in der Standardübersicht.
möchte sie gar nicht entlang. Jahresabschluss, ne? Sie können sich also auch die Ertragsrechnung anschauen oder die Bilanz. Ja, das ist alles machbar. Okay, das nur im Schnelldurchgang. Wie gesagt, ausführlicher haben wir das letzte Woche schon behandelt zu den Fundamentaldaten. Es gibt noch die Möglichkeit, sich einen Marktscanner anzeigen zu lassen. Ja, also hier, das ist dieser Marktscanner, Stockscanner. Ja, wie kann man den öffnen? Ich wiederhole das nochmal hier oben. In der Mitte steht Marktscanner. Einmal draufklicken, dann öffnet der sich. Ansonsten sollte der auch hier über Analyse-Tools, ja hier, ach, das ist der Mosaik-Marktscanner, der sieht ein bisschen anders aus. Der sieht so aus, ja, da würden Sie hier rechts alles eingeben, ja. Den können Sie auch nutzen oder halt hier den erweiterten Marktscanner, ja, der sieht dann so auf, wie ich ihn gerade geöffnet habe. Ja, und da kann man sich anzeigen lassen, beispielsweise US-Aktien von bestimmten Börsen. Ja, also wenn ich jetzt hier hingehe und sage, ich möchte nur die von der Nasdaq haben, die Meldung brauche ich jetzt nicht. Okay, und kann jetzt sagen, ich möchte nur Aktien angezeigt werden, deren Preis größer als 10 US-Dollar ist. Und dann möchte ich die Top-Gewinner haben. Und dann klicke ich hier auf Suche. Und dann werden mir hier die Ergebnisse rausgeworfen. Und Sie sehen hier, der erste Wert Sage Therapeutics ist heute um 50% gestiegen. Roku Inc. 43% und so weiter. Ja, und natürlich kann man diese Filter auch weiter bearbeiten, indem man jetzt sagt, das Volumen soll noch größer sein als ein bestimmter Wert oder andere Filter hinzugeben, indem sie sagen, die Marktkapitalisierung, ne, soll eine bestimmte Größe haben. Keine Ahnung. Und dann gehen sie wieder auf Suche. Ja, das war jetzt scheinbar ein paar Nullen zu viel. Wahrscheinlich ist das hier in Millionen oder so angezeigt. Ja, der Filter ist jetzt nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Na gut, egal. Nehmen wir mal hier die Werte. Okay, lassen wir den weg. Also wie gesagt, theoretisch können Sie hier weiter filtern. Vielleicht habe ich die Capitalization ist jetzt nicht das beste Beispiel gewesen. Aber Sie können zum Beispiel hier unten schon noch den EMA 100, den EMA 20 eingeben oder der Preis Veränderung gegenüber dem gleitenden Durchschnitt 100. Also Sie haben hier zig Möglichkeiten, sich hier noch an Filter einzustellen. Ja, aber dann natürlich nicht nur nach den Top-Gewinnern hier können Sie suchen, sondern Sie können auch sagen, Sie möchten andere Werte angezeigt bekommen, zum Beispiel, welche am aktivsten waren, ja, welche jetzt ein 52-Wochen-Hoch haben zum Beispiel, ja, also danach kann man zum Beispiel sortieren. Und dann wird das hier sofort angezeigt. 52-Wochen-Hoch, 52 Wochen tief zum Beispiel. Ja, das ist der sogenannte Stock-Scanner. Den Sie nutzen können, aber Sie können sich auch ausführlich über ETFs informieren. Ja, beispielsweise Nasdaq ETF QQQ. Ja, ich füge dir mal hier zu von PowerShares, der Nasdaq ETF. Wenn Sie da mit der rechten Maustaste draufklicken, auf Analyse-Tools gehen, können Sie sich zum Beispiel das ETF-Tiersheet anzeigen lassen. Ja, da öffnet sich das im neuen Fenster, ein PDF. Ja, mit ausführlichen Fakten rund um diesen ETF. Ja, also auch mit bestimmten Daten wie Earnings, Dividenden und so weiter, Earnings per Share oder so bezogen auf diesen ETF, die
Price-Earnings-Ratio. Die sehen aber auch die Top 10 Holdings in diesem ETF, in diesem Nasdaq-ETF. Ja, und Sie sehen hier, der größte Wert ist Apple mit 11,8%. Aber auch eine Microsoft mit 8,5%, eine Amazon mit fast 7% ist da drin, mit 6% Facebook. Das heißt, wenn Sie diese Aktien nicht alle einzeln kaufen möchten, haben Sie die Möglichkeit hier, das Google, also Alphabet, also halt auch über einen ETF abzubilden. Ja, dieser hier investiert zu 95% in Werten aus USA. Ja, sind die größten, ist natürlich auch der Nasdaq ETF, ist klar. Und da sind Sie breit gestreut, diversifiziert in diese Werte hier investiert. Was gibt es noch? Sie können auch hier rechte Maustaste Analyse-Tools, Investmentfonds, ETF-Replicator nehmen. Ja, da wird Ihnen dann eine Alternative aufgezeigt, falls es eine gibt. Hier ist jetzt keine verfügbar. Ich gucke mal kurz bei anderen Werten. Ja, hier der XLY beispielsweise, das ist ein Consumer, der könnte sich alternativ, lässt der sich abbilden, wenn man 52 Aktien von VO nimmt und 15 von QQQ. Ja, da kann man sich dann auch das jeweilige Tiersheet anschauen. Ne, was ist das hier, der VO? Das ist hier dieser Vanguard Midcap ETF. Ja, findet dann hier die entsprechenden Daten dazu, sieht, wer hier drin investiert ist und welche Werte darin enthalten sind und so weiter und so fort. Renditevergleich und so weiter. Wie und wo kann ich suchen, auf welche ETFs Optionen zu handeln sind? Ja, also beispielsweise Optionen auf den QQQ gibt es natürlich. Wenn Sie jetzt QQQ eingeben, Enter, ja, dann finden Sie hier schon direkt den Button Optionen. Ja, und dann öffnen sich auch dann schon hier die entsprechenden Optionsketten dazu. Und dann sehen Sie Kurse zu diesen Optionen, die hier gehandelt werden. Sie sehen hier die unterschiedlichen Laufzeiten. Also bei den größten ETFs, da lassen sich auch Optionen drauf handeln. Ich will noch kurz auf eine Frage eben eingehen, und zwar die Standardgröße 100, die eingestellt ist hier bei Aktien. Ja? Also ein Satz vielleicht noch zu den ETFs. Die können Sie natürlich ETFs genauso handeln wie Aktien. Ja, Sie müssen jetzt vorstellen, QQQ wäre jetzt eine Aktie und handeln die genauso. Also hier auch auf Kaufen. Ja, dann kommt ja auch eine Order beispielsweise mit 100 Stück. Ne, die Gebühren sind auch genau gleich und alles. Und lässt sich natürlich hier genauso per Limit kaufen, per Stop und so weiter wie mit Aktien. Ja? Das nochmal kurz am Rande. Okay, ich gucke mal, ob noch Fragen. Gibt es so eine Art Bedienerhandbuch für die TWS? Ja, gibt es. Ja, also auch bei uns auf der Homepage gibt es das. Finden Sie unter Software Handbücher. Ja, dort gibt es TWS-Handbuch auf Deutsch, eine ältere Version, allerdings sehr alte Version. Und der neueste TWS Users Guide, der ist auf Englisch, sehr, sehr umfangreich. Dauert auch etwas, bis der geladen ist, weil der, ich glaube, über 1000 Seiten hat. Also der wird gerade jetzt hier runtergeladen, und das kann also wirklich einen Moment dauern. Ja, es kam gerade die Anmerkung, bei 10 US-Dollar muss der Aktienkurs kleiner als 10 Dollar sein. Kein Softwarefehler. Ja, ich meinte ja hier bei Under Armour, wenn ich 100 Aktien kaufen würde, wäre das ja ein Gegenwert von 1080 US-Dollar. Ja? Ich hatte aber eingegeben, ich möchte für 10.000 kaufen. Ja? Also müssten da theoretisch 1000 Aktien angezeigt werden, und das hat jetzt leider nicht funktioniert.
Ja, hier bei Betrag habe ich 10.000 eingegeben. Das Komma ist ein Punkt, ja, bei der Menge. Das heißt nicht 10,00, sondern das heißt 10.000. Also das ist hier schon, wenn ich jetzt 5.000 eingebe, 5.000, dann macht er automatisch 5,000 und das ist ein Gegenwert von 5.000. Ich gebe mal hier kurz noch was ein, dass das etwas niedriger ist. Probiere das noch mal ganz kurz aus. Ja, der sagt immer, ich muss einen gültigen Kurswert eingeben. Das ist natürlich jetzt hier Quatsch. Okay, sorry. Aber Sie können es ja selber mal ausprobieren. Eigentlich sollte es funktionieren. Warum das jetzt hier in dem Webinar nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas bei den Einstellungen gerade jetzt in der Schnelle übersehen, dass das nicht funktioniert hat. Okay, ja, funktioniert die Verknüpfung eines Handelskontos bei IB mit dem Agena Trader noch? Ja, natürlich. Also wir bieten ja nach wie vor den Agena Trader als Plattform an. Das heißt, oh Sekunde, hier unter Software Agena Trader können Sie sich dafür darüber informieren und natürlich lässt sich der Agena Trader mit dem CapTrader Konto verbinden und Sie können darüber handeln. Ja, noch eine Anmerkung, das heißt, Amazon-Aktien kann ich erst ab 100 Stück kaufen, 1.100 US-Dollar, also 100.000 US-Dollar handeln. Nein, das ist nur diese Order-Voreinstellung. Natürlich, Sie können auch hingehen und eine einzige Amazon-Aktie kaufen. Ja, also wenn Sie jetzt hier Amazon haben, AMZN, ja, die Aktie, ach ja, hier oben habe ich sie ja, ich ziehe sie mal hier unten runter. Ja, können Sie hingehen kaufen. Ja, hier diese. Das nehmen wir jetzt mal alles raus, was hier steht, und sagen, ich möchte einfach nur zwei Amazon-Aktien kaufen. Ja, zum aktuellen Marktkurs. Dann sagen Sie übermitteln. Ja, hier ist nochmal eine Order-Vorschau. Sie sagen ja, zack, und schon ist die Aktie gekauft. Dann gehen wir hier aufs Konto. Und dann haben Sie die hier im Portfolio schon drin. Moment. Das Fenster ist jetzt woanders. Da ist das Fenster. Ja, hier ist das Kontofenster, hier ist das Portfolio und da ist jetzt die Amazon-Aktie, sind die beiden Stück drin, die ich gerade gekauft habe. Ja, also die Stückzahl können Sie natürlich auch kleiner 100 können Sie handeln. Ja. Ist nur bei dieser Order-Voreinstellung, da gibt es diese Begrenzung. Okay, ja, gibt es sonst noch Fragen von Ihrer Seite? Habe ich vielleicht irgendeine Frage vergessen? Vielleicht können Sie die einfach nochmal rein, können Sie die dann nochmal reinposten hier in diesem Fragenkatalog. Dann würde ich da gerne nochmal eingehen. Ja, bei ETFs sind auch kleinere Stückzahlen möglich, ne? Sie können auch einfach nur einen QQQ handeln, beispielsweise, oder weiß ich nicht, S&P 500 ETF. Ja, also wenn Sie den SPY handeln möchten, SPY, der den kompletten S&P 500 widerspiegelt. Bei 256 notiert, können Sie einfach einen einzigen Kontrakt davon handeln. Ja? Oder auch natürlich CFDs auf ETFs gibt es ja auch. Ne? SPY, da gibt es auch den CFD. Ja? Bei Amazon gibt es natürlich auch CFDs. Ja, also falls Sie auch die Pattern Day Trading Regel umgehen möchten und ein Konto kleiner 25.000 Dollar haben, können Sie auch hier auf die CFDs zurückgreifen. Ja, wo werden die Gebühren angezeigt? Die Gebühren können Sie sich anzeigen lassen, indem Sie eine Order-Vorschau aufrufen. Ne? Da stehen dann die Gebühren. Dort, wo Sie auch die Margin abfragen können. Ja, ich zeige Ihnen das nochmal kurz. Ja, wir wollen jetzt hier mal 500 Microsoft-Aktien kaufen. Ja, dann geben die rechte Maustaste.
Order, Moment, Margin-Auswirkung überprüfen. Achso, Kurswert brauche ich natürlich noch. Ja, das ist praktisch die Order-Vorschau. Hier oben links steht ja auch Order-Vorschau. Ja, und dann wird hier die Provision angezeigt, ne? Also sie zahlen ja 2 US-Dollar bei uns und das wird dann, also Mindestkommission, das wird dann hier angezeigt. Ja, und auch die Margin-Veränderung. Wie kann ich mir ETFs nach Ländern anzeigen lassen? Ja, da gehen Sie am besten auf externe Seiten. Ja? Es gibt ja im Internet hunderte, tausende Seiten, die sich mit ETFs beschäftigen und da können Sie sich dann natürlich auch Länder-ETFs anzeigen lassen. Wie findet man Indexzertifikate und kann man die genauso handeln wie Aktien und ETFs? Ja, Sie können auch Indexzertifikate raussuchen, wenn Sie beispielsweise Indexzertifikat auf Adidas suchen, dann geben Sie Adidas ein. Ja, und da sehen Sie schon, hier werden auch direkt 1000 strukturierte Produkte hier angezeigt. Die Aktie ist jetzt hier die hier, Kürzel ADS. Ja, ich klicke da mal drauf. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit, natürlich strukturierte Produkte aufzurufen oder Optionsscheine. Ja, können Sie hier nach der Laufzeit gehen und bei strukturierten Produkten lädt sich dann eine lange Liste, wo Sie dann auch nach verschiedenen Kriterien die Produkte raussuchen können. Ja, das sieht dann so aus. Ja, und das sind zigtausende von Zertifikaten, die ja natürlich auch handelbar sind. Ja, Sie sehen hier den Emittenten, Commerzbank, UBS, ja, und so weiter. Goldman Sachs, BNP, Société Générale und dann die Bezeichnung hier. Ja, Discount-Zertifikat auf Adidas, ein Cap-Bonus-Zertifikat und so weiter. Ja, das kann man hier links alles filtern und dadurch natürlich dann die Auswahl einschränken. Oder wenn Sie die ISIN haben, tippen Sie hier die ISIN direkt ein, dann finden Sie sofort das jeweilige Zertifikat. Welche Aktienkursversorgung ist im Standardumfang ohne Zubuchen von kostenpflichtigen Abos enthalten, zum Beispiel für Aktien USA und Aktien Deutschland? Ja, gratis ist ChaiX und BATS. Ja, also wenn Sie jetzt hier hingehen, bei Adidas zum Beispiel, okay, jetzt hat die Börse zu, aber Sie wollen dann hier über Aktien Directed gehen und wählen hier ChaiX aus als Börsenplatz, ja, beziehungsweise BATS, dann haben Sie Realtime-Kurse. Ja, die bezahlen wir für Sie, weil das bei diesem Börsenplatz möglich ist. Und da brauchen wir also nichts dazu abonnieren. Ansonsten sind Währungen gratis, ne, also Euro, US-Dollar, wenn Sie das sich eingeben. Da sehen Sie dann direkt, da kommen Realtime-Kurse. Ach ja, hier oben habe ich den schon. Ja, das sehen Sie ja jetzt hier auch an den Punkten, an dem roten Punkt hier. Oder an dem grünen Punkt, dass das Realtime-Kurse sind. Diese gelben Punkte hier ist ein Zeichen dafür, dass das verzögerte Kurse sind. Und wenn Sie mit der Maus draufgehen, sehen Sie es ja auch. Es werden verzögerte Daten angezeigt. Ne? Das hier sind Realtime-Kurse. Ja, also auch bei CFDs bekommen Sie Realtime-Kurse. Hier Index-CFDs, die sind auch gratis. Ja, es kam noch eine Frage, wie kann man hier die Hintergrundfarbe verändern? Ja, also beispielsweise hier von den einzelnen Spalten. Ja, da können Sie hingehen auf die Spalte, rechte Maustaste und sagen Spalte Geldkurs konfigurieren. Ja, und dann sehen Sie hier, das ist rot. Da gehen Sie auf Hintergrund und sagen, ich möchte das blau oder eine andere Farbe haben. Ja, und dann lässt sich das so einfärben, wie Sie das möchten. Wie lange ist die Verzögerung bei Aktien? Ja, das hängt auch vom Börsenplatz ab, aber in der Regel 15 Minuten. Ja, es gibt auch Börsenplätze, die gar keine verzögerten Kurse anbieten. Ja, da kriegen Sie einfach gar keine Kurse angezeigt. Ist eine Anfertigung von einer DVD für die umfangreiche Anwendung der TWS von Interactive Brokers nicht möglich? Ja, das ist eine gute Frage. Ist aktuell, soviel ich weiß, nicht geplant.
Aber wir führen ja sehr, sehr viele Webinare durch und da können Sie sich natürlich jederzeit auch informieren. Also wenn ich Ihnen jetzt noch mal ganz kurz zeigen darf, wo Sie das finden, dann haben Sie da auch die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Ja, also gehen Sie hier bei uns auf Training, Videos und da finden Sie dann unsere Aufzeichnung der letzten Webinare und natürlich auch eine eigene Kategorie zur Trader Workstation. Und wenn Sie sich anschauen, was wir alleine schon für Webinare zur TWS durchgeführt haben, da sind Sie damit schon alleine mehrere Stunden beschäftigt. Okay, das war's von meiner Seite. Das war's mit dem fünften Teil dieser Webinarreihe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war interessant für Sie. Sie haben was Neues gelernt. Ansonsten geht es dann bald auch schon weiter mit dem sechsten Teil, hatte ich ja schon zu Beginn vorgestellt. Ich zeige Ihnen das nochmal kurz. Das ist dann am 28.11. Grundlagen Optionshandel mit der TWS und darauf aufbauen dann zwei Teile zu Optionsstrategien. Und dann wird das Ganze im neuen Jahr abgerundet mit dem Risk Navigator und Portfolio Analyst. Ja, Ihnen noch einen schönen Abend, eine angenehme Woche und ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Webinar erneut begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis dann.